Hallo, liebe zoologisch Vorgebildeten, hier sind wir wieder bei Let's Build a Zoo. Folge 795x22, Wurzel auf 7, keine Ahnung, wie viel das jetzt mittlerweile ist, aber wir schauen hier wieder rein. Go, sagen wir mal. So, apropos, noch ein bisschen das Lichtchen anmachen, sonst sieht man mich nicht. Hier, I'm speaking here live on the microphone. And here are the Hase. Nein, wir werden ihn nicht handeln. Verdammt. Die sind echt hartnäckig, diese Typen. Wer ist das hier nochmal? Das ist hier. Schieß mich tot. Japan. Japan. Die Japaner. Ich weiß es nicht. Die können einfach nicht aufhören damit. Was soll ich denn mit noch mehr Schweinen? Also. Wasserschwein. Das blinkt hier. Hier könnte ich. Dingens kriegen für ein Schweinchen. Okay, was immer das für Tiere sind. Tokio, ja. Hier blinkt nichts. Beijing. Und hier blinkt's. Jawohl, hier blinkt es, Freunde. Warum eigentlich? Können wir noch ein Eselchen dazu nehmen? Komm, wir nehmen noch ein Eselchen. Ein Esel. Wo bin ich? Wo ist der Esel? Hier. Nee, da, dort. Oh, hier. Zonk. Haha. So. Hier haben wir jetzt schon mal neue Gehege angelegt. Hier haben wir die Hühner. Hier haben wir, was ist das für ein Huhn hier? Warum sind die plötzlich so viele? Haben die sich vermehrt? Oh mein Gott. Nein, die Kleinen sind erwachsen geworden wahrscheinlich. Clover. Und Isabel Mut, ja. Das kann hier passieren in diesem Spiel. Cinnamon bist du groß geworden. Ja, die Gürteltiere grunzen auch. Hier der Freeway ist frei. Duchess auch. Und Barclay gackert fröhlich vor sich hin, ja. Was ist hier los, ey? So, wer soll denn hier nochmal rein? Halt! Nein, hier, bums aus die Maus. So. Oh, hier brennt auch wieder der Ofen. Halleluja. Acht rohe Materialien haben wir schon. Was ist das eigentlich? Würde ich gerne mal wissen. Sind das jetzt die Kadaver, die zum Beispiel Hyänen fressen? I don't know, kann ich noch sagen. Oh. Och je, eins unserer Mutantenhäschen. Wasserschwein Dings ist tot. Moment, oh. Was stand da noch? Tier verbrannt, Arbeitsaufwand. Oh. Okay. Traurig. Oh, der CRISPR. Hier steht nichts. Hm. Wir haben ein Schwein. Ein Schwein. Warum ist das N weg? Haben die das N weg gezüchtet? Es gibt jetzt Schweibraten, Kinder. Oh, super Papp. Gut, gucken wir mal. Sehr merkwürdiges hier. Ein Schwein. Klon. Okay. Dann packt man das Schweiklon mal hier rein. Den, die. Schwei. Sie haben ein Schwei bekommen. Mitzi. Hallo, Mitzi. Mitzi ist auch ein lustiger Name. Dash. Tiki-Taka und Clifford. Das ist hier der Ernstere in der Familie. Er hat auch einen höheren Abschluss. So, was haben wir hier noch? Tiere hinzufügen. Ja, das weiß ich. Und wir haben Bereicherung, die wieder mal fehlt. Irgendwo, irgendwann fehlt immer irgendwo Bereicherung. Bei mir auch. Ach du grüne Neune. Wie viele Wasserschweine haben wir denn hier mittlerweile? Sascha. Sunday. Das sind interessante Fleckentarnmuster hier. Also hier hätte ich gerne noch wirklich gewusst, was jetzt die Arten so unterscheidet voneinander. Das wäre bestimmt mal spannend. Da sind immer arsch viel geworden hier, muss man mal sagen. Aber das ist für die noch nicht komplett zu eng. Komische Geräusche. Oh, nein. Wollen wir nicht. Okay, okay, hier ist wieder einer schwanger. Okay. Na gut, dann kriegen die. Ja, ja. Die Hygiene ist hier nicht so toll, okay. Komm, wir kriegen hier so ein. Ne? Hm. Sei denn der Pfleger meckert dann wieder. Kann natürlich passieren. Wenn wir ihnen so einen Pappkarton geben. Dann eher so ein Schnüffelstein hier.
Ich trage das hier ein bisschen zur Vergnügung dabei. Essen fehlt auch wieder hier. Guck mal, der Code ist ausgegangen. Wie kann das denn passieren, Leute? Wir müssen mehr Scheiße produzieren hier. Sieht man diese Angestellten. So, dann. Die sind wahrscheinlich auch wieder leicht übergewichtig hier. Oh, ein gesundes Gewicht. Ja. Perfekt hingekriegt. Wenn ich eine Diät mache, Leute, dann geht das richtig rund hier. Weg. So. Die Hyänen sehen auch gut aus. Hier. Da sind sie. So. Dann wollen wir unsere Schildkröten haben wir bekommen. Snowflake und Kelly. Kelly und Snowflake. Snowflake? Okay. Wie sollen sie sonst nennen? Ne? Rennmaus oder was? So, warum das immer so komisch sortiert ist auch. Warum sind die Schildkröten nicht zusammen eigentlich? Das wäre noch irgendwie sinnvoll. Naja. Ist ja auch im Early Access das Spiel. So, dann haben wir hier. Boah, das sticht in den Augen dieses Geld ein bisschen. Dann haben wir hier unsere Schildkröten platziert. Die werden wahrscheinlich sehr alt. Da hört man sich schon grunzen. Die kleinen Racker. Was ist das eigentlich hier? Oh, jetzt haben wir ein Foto gemacht. So. Sonst ist ja alles okay, ne? Ticketpreis! Scheiße! Bewerber. Oh, ich wollte ja noch einen. Irgendeinen Angestellten mal einstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Wen, was oder wie. Ein Besucher. Nee, den wollte ich nicht. Achso, Tierpfleger. Ich brauche nochmal Tierpfleger. Ich brauche Tierpfleger wie. Wie Heu hier. Die zwei haben zumindest einen höheren Level. Der ist nicht so motiviert. Und der ist zumindest ein bisschen mehr. Oder sie? Rosetta. Rosetta und Jeromy. Und dann haben wir noch Alexander. Er ist noch ein ganz junger Pfleger. Hat auch nur ein Auge. Tut mir leid. Ja gut, dann stellen wir den ein. Der kann auch dazu lernen. Hier, da. Oh, da kommt was angeflogen. Flop, flop. Ein neues Schwein. Ja, da wird es schon erfreulich erwartend. In freudiger Erwartung auf das neue Gehege. Sam, das Schwein. Och, hier ist ein Minischweinchen. Killian. Ist ja ganz frisch. Ist ja frisch geschlüpft hier, sozusagen. Wie süß. Okay. Sam, das Schwein. Du hast ja Schwein, mein Freund. So, und hier haben wir gleich ein Minischwein, Killian. Okay. Das heißt, wir haben Nachwuchs bekommen. Ding, ding. Da hüpft er auch schon vor sich hin. Okay. Gut, die Affen sind auch außer Rand und Band hier. So. Wir haben noch hier irgendwo einen neuen Flieger eingestellt gerade. Was ist das eigentlich? Arbeitet die auch hier? Hier hat ja gar nichts zu tun. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. So geht's nicht hier, Kind. So nicht. Ah, die Pferde sehen auch ein bisschen kacke aus. Dann kriegt die noch ein bisschen mehr Arbeit. Die ist da wenig Scheiße erwischen lassen. Pech gehabt. Hat schon. Ja, hat schon ein dickes Geil. Jetzt ist reicht. Nein, 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 nichts da. So. So nicht, Freunde. So. Hä? Da gerade läuft ein Esel frei rum. Jetzt haben wir hier noch irgendwo was. Nee. Gänse geht's. Den Gänsen geht's und den Umständen entsprechend. Okay. Jetzt haben, was ist hier los? Und die Hippos sind da Hunger nicht. Ich meine, ich hätte eben hier ein Symbol gesehen. Mit Essen, oder? Ah. Hm. Hab ich schon, ne? Ja. Die Dachse warten auf Fütterung. Was kriegen die denn eigentlich? Ja, das ist okay. Tote Kadaver, also ja, tote Kadaver sind immer tot, aber da haben wir jetzt ja genug von, okay. Das Gehege ist aber auch ein Schweinestall mittlerweile. Was ist hier? Wir können forschen. Hey, was wohl? Ach ja, Schilderpaket, Anleitung, Pflanzensamen, keine Ahnung, was ich damit soll. Laternenpfahlpaket.
Habe ich denn eigentlich jetzt alle Gehege mal erforscht? Das ist nichts, was ich gebrauchen kann. Hühnerstall. Ne, das ist das für den Bauernhof. Gürteltierfabrik. Auswilderungsstation. Ah. Was man damit wohl macht. Wassersprinkler. Ah, das ist Tierbereicherung. Das kostet nur 7. Dann machen wir das mal. Und dann haben wir noch einen Prozessor. Wandle verstorbene Tiere in nützliche Ressourcen um. Hä? Okay. Das ist interessant. Okay. Pflanzensamen, Zuckerrohr. Okay. Und Laternenpfahlpaket. Wahnsinn. Sprinkleranlagen kann ich jetzt hier einbauen, oder was? Und hier, Flusspferde mögen doch Wasser. So. Wie sieht denn das aus? Hier. Wassersprenger. Wassersprenger. Der Wassersprinkler. Nee, die Wassersprinkler sind eine coole, unterhaltsame Art, deine Tiere zu beschäftigen. Ja. Hier wird ein Weg angezeigt von hier bis da. Okay. Sind wir nicht versperrt oder was? Für den Pfleger? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Neue Variante. Oh, you have discovered 5 of the Hase Variants. The Hase war. Haben die kein englisches Wort mehr für? Oder was? Okay. The Hase, wer kennt ihn nicht? Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Flusspferd gewesen ist, aber gut. Wir haben jetzt hier also einen Wassersprinkler. Was machen die dann damit? Okay. Also das hüpft schon mal hier ins Gebüsch. Das ist das etwas scheue, die scheue Emma. Nennt sie auch Schemmer. Ja. Cool. Also. Wir haben ja richtig Spaß. Gut. Keine Ahnung. Die mit dem Ding machen dann. Oh, es ist Nacht. Zusammenfassung. Hey. Let me look. Oh, shit. So. Mein Countdown-Timer nicht gestellt. Müll produzieren wir auch sehr gut. Da sind wir echt gut drin. Oh, wir haben jetzt zuerst mal ein Plus bei meinem Strom. Wir kriegen also 852 Dollar dafür, dass wir jetzt Strom produzieren als Überschuss. Ich bin reich. Huch. Ja, Task complete. Dankeschön. Hey, Stromrabatte der Regierung. Jennifer Dudner. Der Zoo hat es geschafft, mehr umweltfreundlichen Strom zu erzeugen, als er benötigt. Aus diesem Grund hat die Regierung beschlossen, Anreize für diese gesunde Praxis zu schaffen. Wenn man eine Politik kopiert, die in Ländern wie Großbritannien seit vielen Jahren gilt, kann der Zoo nicht nur seinen Strom an das Netz zurückverkaufen, sondern die Regierung zahlt ihnen auch noch am Ende jeder Woche einen Rabatt von 1000 Dollar, da es dem Zoo gelungen ist, überschüssigen Strom zu erzeugen. Also, ja, also da baue ich mir auch nochmal aufs Dach. Also, gerne. Was sieht der jetzt hier? Was will er denn? Kann ich mir das leisten? Ich habe jetzt ein paar Schweinchen, aber auch nicht gerade viel. Der hätte ja gerne mehr Schweinereien hier eigentlich. Könnten wir hier mit den Schweinen jetzt. Ne, nicht Wasserschweine. Bloß nicht. Ne, wir können ja nichts züchten. Wir können ja nichts züchten. Oh mein Gott, wir können ja nichts züchten. Warum nicht? Jetzt noch Männchen hier drin oder was? Ja, gut, wir haben einen leichten Männerüberschuss, aber ja. Enclosure ist blockt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was hat der jetzt für ein Problem? Hier ist irgendwas blockiert. Das heißt, wir müssen vielleicht diesen Busch versetzen, oder?
Also das hatten sie jetzt auch, habe ich gelesen, in den Patch Notes neu eingefügt, weil sie die Bugfixes bearbeitet haben, dass halt, wenn der Pfleger an irgendeiner Stelle hier nicht hin kann, weil was blockiert ist, dann wird das hier angezeigt. Oh, wir haben eine kleine Dachse hier. Jazz. Ein kleiner Jazzer. Hey. So, da müsste hier Zugang zu der Höhle jetzt frei sein oder so. Für den. Weil ich muss ja der Wärter das ja auch immer warten hier oder so, diese Sachen. Und kommt da nicht dran. Keine Ahnung. Was will der denn jetzt hier schon wieder mit seiner Scheißforschung? Ich hab doch schon Punkte jetzt vergeben. Herrgott. So, kann man denn hier noch irgendwas verplempern? Exotische Klos oder so? Wir haben jetzt 7 Punkte. Deko-Paket. Haben wir freigestellt. Hier brauchen wir nur 8 für die Bodenpakete hier. Pommes hier. Choro-Laden. Kann ich auch mal, kann ich auch mal gern. Schön fetttriefende Choros. Ja, da kommen wir nicht dran. Tropische Säfte ist zu viel. Also in diesen Fabriken kann ich eh nichts machen. Die Auswilderungsstation wäre natürlich mal interessant, was das bedeutet. Diese Subway-Station. Hier ist ja noch echt viel, was man schon forschen muss. Halleluja. Halleluja. Halleluja! Pflanzgeldautomaten. Haben wir eigentlich gar keine. Wir Mülltonnen. Das kann ich jetzt nicht lesen. Warum nicht? Warum kann man das hier oben den Text nicht lesen? Die Schriftart ist einfach zu groß. Naja. Steinpaket, Eisblöcke. Pilze. Ja. Jeder mag ein bisschen Aussicht. Was haben denn Pilze damit zu tun? Okay. Pilze. Das ist ja nur Deko. Pflanzenpaket frei. Erhöht den Dekorationswert von Pflanzen um 5%. Also alle Pflanzen, die wir bisher gepflanzt haben im Zoo, kriegen damit 5% Boost auf ihren Dekowert. Ja, ich glaube, ich spare ein bisschen für diese Auswilderungsstation. So. Aber wo sind jetzt hier meine Tierpfleger alle? Da sind ganz schön viele jetzt mittlerweile. Das hat hier, den ich zuletzt eingestellt habe. Der dürfte als eins hier keine Zone haben, falls ich nichts falsch gemacht habe. Ja. So. Dann geben wir ihm hier mal die Schildkröten und die Esel als neues. Und die Wildschweine. Dann kann der sich hier um die neuen Tiere kümmern. Die Hasen hier. Die randalieren hier wieder rum. Gut. Dann macht er das. Und wenn wir hier noch ein Gehege bauen, dann kann er sich auch um das kümmern. Yippie! Bing, 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 bing. Was ist das denn für ein Häschen hier? Dante! Oh mein Gott. Das ist im 7. Kreis der Hölle entschlüpft. Dante hat es auch geschafft. Und ist Lucifer auch noch da? Die Hasen sind echt crazy. Von die Namensgebung. So, die Schweinchen denen geht's gut. Nur züchten kann ich hier nichts. Zu alt für Kinder. Den Eseln geht's gut. Wir haben schon ordentlich Mist gemacht hier. Wir haben auch unseren dritten Esel jetzt. Flake, Shasta. Was? Shasta? Okay. Und Chrissy. Hallo Chrissy, du alter Esel. Ja, ist jetzt auch ein Esel geworden. Wer hätte das erwartet? Ja. Wie sieht's denn hier mit der Nahrung aus? Weil Chrissy ist immer so ein bisschen pingelig. Okay. Boah. Das ist doch voll ausgewogen, oder? Sind komplett zufrieden und zu fett. Gut. So wird sich das. Oh, schwanger! Oh, wir kriegen einen Mini-Esel demnächst. Gesundes Gewicht. Okay, das ist gut. Wow, guck mal hier, die sind ja richtig voller Energie, die Schildkröten.
Die Besucher sind voller Energie, aber nicht die Schildkröten, auf jeden Fall. So, dann machen wir das hier auch noch. Hier machen wir auch eine Mini-Kuh. Tracker! Alter Tracker. Wow, also die Schildkröten. Die haben gleich das Tempo gedrosselt, glaube ich. Nicht so schnell. Kelly. Okay. Yes, das mache ich ja. Im Fern ist ja auch schon was los. Okay. Ja, da hüpft auch einer im Stall rum. Geh zur Forschungsstation. Ach, lass mich doch in Ruhe. Hoch, stell mir Tierpfleger ein. Noch mehr? Wieder schon. Hunger. Was? Smudge. Oh. Hallo, Smudge. Wo bist du kleiner Matsch? Hier wurde ein neuer Smudge geboren. Nee, das ist Wolfi. Den kenne ich auch nicht. Wo ist hier Smudge? Wie viele Babys habe ich denn hier? Oh. So, ich glaube, jetzt haben wir langsam genug Hasen. Oh. Da ist auch noch einer schwanger. Oh je. Also mit den Hasen sieht es wieder gut aus. Und Dante ist auch da. Genau. Passt ja dann zu Lucifer. Also das ist ja echt lustig. Wir können natürlich nochmal ein Schwein klonen. Was ist denn das teuerste Schwein? Komm, ich will mal ein Luxusschwein hier haben. Schweinerei. Komm, hier machen wir mal so ein schwarzes Schwein hier rein. Ich bringe mal ein bisschen Farbe rein hier. Ich gehe mit euren Tickets. Lass mich in Ruhe. Ist irgendwo ein VIP dabei, den ich bestechen kann, den ich überzeugen kann, dass man so toll ist. Nee. Ja, gebt schön Geld aus. Danke. Ah, jetzt ist immer noch zu scharf, ne? Was? Was ist denn jetzt plötzlich los? Das war ich vorher nicht. Wo ist denn hier jetzt das blockiert? Verstehe ich nicht. Hier der Stein da oder was? Kommt, Leute. Ich kann hier nirgendwo hin tun. Das ist überall im Weg. Da in der Ecke da vielleicht. Hm. Ja, der Cola-Man läuft hier auch rum. Captain Cola! Du kommst gleich in das langweilige Gehege, mein Freund. Das von den Bären. Nicht rumjammern, ey. Frechheit. Tod! Oh, Toffee! Die Ente! Oh, Toffee-Fee ist tot. Mensch, dieses scheiß Ding geht mir auf den Keks. Ja, das war's mit Toffee. Jetzt gibt's nur noch Nougat. Ja. Schade. Im Karton. Im Karton hat er sich verabschiedet von uns. Oh, wir haben ja sehr viele kleine Entchen hier. Major Bones und Captain Boots. Hello. And welcome. Hygiene ist hier scheiße. Sieht mit der Fütterung aus. Sind ja auch zu fett. Gesundes Gewicht. Seht mal, wenn hier einer füttern kann, bin ich. Was ist das denn hier? Achso, das ist Clover, das Endschwein. So. Wenn sich mal nicht selber ums Essen kümmern muss. Sind zufrieden? Ja, ist ausgewogen. So. Wie sieht denn hier dann mit den Enten aus? Sind alle zu fett oder was? Oh ja! Die sterben an Überfettung wahrscheinlich. Wir haben eine Enange, eine Enanz und ein Entschwein. Das hört sich langsam ein bisschen seltsam an. Es geht aber eigentlich. Hm. Eigentlich ist es hier im grünen Bereich. Wenn ich jetzt noch was wegnehme, dann sind die unterfüttert. Hm. Komisch. Komisch, komisch. Wie sieht's denn hier aus? Sambi. Oh. Nimmt er jetzt mal ein Wasserbad hier oben? Nee, hüpft lieber in die Landschaft. Ah, er stellt sich hier ins in den Wasserspeier. Sehr schön. Ja, auch. Das Ding funktioniert also. Sehr schön.
Bereicherung. Die Hühner wollen Bereicherung. Guten Abend. Tschüss. Was brauchen denn Hühner so? Pappkarton. Dann können wir auch so einen Wasserspeier hier geben. Den da einmachen, blockiert er wieder alles wahrscheinlich. Dann kriegen die noch einen Pappkarton. So, mehr Spaß kann man nicht haben. Wasserspeier und Pappkarton, Freunde. So. Was bist du? Ja. Der sagt direkt ein Hühnchen im Karton. Sehr schön. Hat also funktioniert. So, dann machen wir hier diese Auswilderungsgeschichte, würde ich mal sagen. Wo ist denn das jetzt hier? Verdammt, wo ist es? Ist es weg? Na hier. Klonk. So. Mhm. Bin gespannt, was man da macht. Jetzt könnt ihr euch hier duschen und alle schön. Oh, das sind Huhn hier. Nutmeg. Quatsch. Nutmeg. Was ist denn das für ein Huhn? Mu. Ah, das ist eine interessante Hühnersorte. Okay. Nutmeg und Zox haben wir. Neue Küken hier im Stall. Okay. Ja, ein Stall hier wäre gar nicht mehr so schlecht, ne? Für Hühner. Okay. Guck mal, diese Action bei den Schildkröten ist nicht auszuhalten. Ah. Unsere Hasen sind hier mal wieder richtig schön an Schweinerei am machen. Eieiei. Allein für die müsstest du einen einzelnen Zoowärter einschalten. Die nur den Dreck wegmacht. Mann, ey, das geht mir eh um Keks. Weltkarte. Gucken. Erdmännchen, Wildschwein. Nee. Noch ein Erdmännchen, da haben wir auch genug von. Die Hühner, brauche ich nochmal einen Affen. Das ist hier. Oh, ich könnte einen Huhn weggeben, dafür würde ich dann kleine Pandas bekommen. Oh. Oho. Oho. Nein. Und für ein Schwein, die, was immer das ist. Schweinefolium. Sind das auch Schweine? Nee. Sieht für mich die Ameisenbären aus oder sowas. Keine Ahnung. I don't knopf. Wir können unser neues Huhn weggeben. Unser dieses komische. Und dafür kriegen wir dann kleine Pandas. Kleine rote Pandas. Sind süß. Mach mal. Tut mir leid, Nutmeg. Du warst nicht lange bei uns, aber hast uns dafür einen großen Dienst erwiesen. Du hast uns die kleinen Pandas besorgt. Vielen Dank. Tun wir die jetzt hier nicht. Die bauen ja hier so Waldgedöns, ne? Tun wir diesen Affen. Fast dasselbe. Die könnten hier unten unterbringen, würde ich mal sagen. Ich glaube, die brauchen Wald, ne? Tropen? Nee. Das sind Waldtiere. Keine Tropenbewohner. Kommen wir hier so. Mal gucken. Oder fangen wir hier an. Map, map, map. So. Hmm.
Die Pandas klettern ja gern. Ja, so einen richtig schönen hohen Baum. Da ist ein Ding hier. Amazonasblume, heul. Ja, so ein kleiner Baum. Also. Ja. Ich weiß, ob die den wirklich benutzen, wenn er nur Deko ist. Also mal gucken. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen Weg machen, ein bisschen schöner aussieht. So, kommt hier so ein Pfötchenweg, der führt zu unseren Pandas. So, machen wir das so. Jetzt vielleicht diese Statue dann mal wegnehmen. Die blockiert hier eigentlich den Weg. Also wenn du einmal das hier mit den Pflastersteinen gemacht hast. Genau. Flop, so sieht das auch ordentlich aus. So. Oh, noch einen schönen Stehlamp hin, hey, ne? Dass die alles schön beleuchtet ist im Dunkeln. Kommen wir da noch vorbei dann. Hm. Kommen hier mal so aus Eck auch noch eine hin. So, hier haben wir ja diesen schlauen Wegweiser da unten. Dann brauchen wir noch eine Bank, damit die Leute sich auch die Tierchen angucken können. Hey, geh weg, du Dings. Speicherteil da. So. Ja, und Mülleimer nicht schlecht, ne? So, Wasser, ne? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Oh, nee, das geht nicht. Die muss ich da wegmachen. So, ja, kann man einmachen, ist wurscht. So. Das Ding stört da. Das können wir da einmachen. Dann kann man hier lang gehen, oder? Nee. Das stört da wahrscheinlich auch. Kann man nicht laufen. Ist egal, dann machen wir das einfach hier so hin. Oder hier. Ne, da geht's nicht. Ah, da hin. So. So. Haben wir da angeflogen. Aha. Da sind sie. Dings und Dongs. Unsere beiden neuen Killian und Dreamer. Das ist immer ein schöner Name. So, ihr Pandas. Ab ins Gehege für euch. Extra für euch gebaut. Im Schweiß meiner Füße. Reicherung. Wasserabdeckung. Ah ja, fast gedacht. Oh, was ist hier? Lukas. Ein Hase ist wieder geboren worden. Wir brauchen eine Wasserverbindung. Reicherung. Wir meckern dann jetzt schon wieder rum. Die brauchen auch Futter. Bei denen sieht es eigentlich gut aus. Da habe ich jetzt keine Zeit für Bereicherung. So.
Gut. Guck mal, Kampf in Gehege und dann haben sie schon wieder Schmutz gemacht hier. Also, diese Schildkröten. Gott, hier haben wir noch. Diese Hühner sind so klein. Das ist ein kleiner Haufen Pixel hier. Socks und Lynx. Okay. Lynx? Die sind aber auch frisch. Oh Gott. Das hier entschlüpft. Das gibt's ja gar nicht. Aber Hippos können wir auch züchten. So, die Wildschweine hier. Okay. Geht's denen gut? Ja. So, hier brauchen wir noch einen Pfleger für das Gehege. Nee, ich dachte, wäre was Besonderes. Also hier mal ein bisschen aufpassen. Geh doch. Geh in den Wald, wenn du Bäume sehen willst. Aber nicht in meinem Zoo. So, Land. Die kommen noch irgendwann. Wenn genug Zeit dafür ist. Parkangestellter, Tierpfleger. Der hat ja jetzt die drei. Da oben. Soll ich dem auch noch die Pandas geben? Ja. Und hier der. Ist auch zuletzt gekommen. Der die drei. Ja, kann auch die Schildkröten noch mitmachen. Wir haben bisher aber nur einen jetzt für die neuen Pandas. Geschenke gekauft. Das ganze Laufen ermüdet mich. Hier sind Bänke, setz dich hin. Mit dieser Meckerei. Nee, nee, nee. So geht das nicht weiter. Ich wollte hier gerade alle anklicken. Jetzt rennen die alle wie die Wahnsinnigen zum Zoo. Zum Zoo. Aus dem Zoo! Herrgott. Mickey Mirage. Wo waren die denn hier? Ist ja auch wieder unzufrieden. Mit Fohlen. Oh! Oh mein Gott! Was passiert? Darauf brauche ich einen Schnaps. Mein durchschnittlicher Tag in einem durchschnittlichen Zoo. Umgeschaut, wie man Geld spart, indem man diesen Zoo besucht, der okay ist. Ja, toll. Naja, gut. 5 Leute kommen sofort in den Park. Machen wir das. Als Belohnung. Der Arzt ist mal wieder bei den Schweinen. Was will er denn immer da? Es gibt doch noch andere Tiere. Gut, Moment. Wir müssen uns um die Wasserversorgung kümmern. Das ist jetzt viel wichtiger. Aber die kann ich da nicht wegnehmen. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein Pümpchen bauen. Ne? Ein Pümpchen. So, Pump. So. Kannst du mir mal pumpen? Wasser. Zack, Bums, aus die Maus. Haben wir das auch? Dann haben wir auch hier so ein Methan-Kollektor auf Upgrade hin. Der sammelt dann die Pupse von den Tieren. Damit das nicht die Erde erwärmt. Wir sind ökologischer zu. Weil sich das jetzt überrascht. Lukas der Hase. Ist geboren worden. Hier sind noch jetzt richtig viele Hasenschweinchen hier. So, jetzt ist aber genug mit der Geburt hier. Lukas Armani. Okay, jetzt haben wir auch einen Edelhasen hier. Dewey Rambler. Ah, der Name nicht ein bisschen Schwierigkeiten noch machen würde. Der Rambler. Queenie und Wolfie. Okay. Halleluja. Da wiehern die Kühe wieder. Geräuschen ist immer so ein bisschen, naja, Zufall, glaube ich, einfach. Mensch, das geht auch um den Sack. Ach, wir haben ja Mini-Bärchen hier. Jojo und Chucky. Oh, 0 Tage, der ist frisch geboren hier. Warum sagt mir das keiner? Warum wird mir das nicht gemeldet? Was ist das hier für ein Scheiß-Zoo? Das ist meiner. Hallo, Chucky! Und Jojo! Mu! Da Mut, der Bär! Jawohl! Das ist ja süß. Ich habe ja zwei kleine Bärchen. Ah, die haben wieder Hunger. Was ist immer mit diesen... Nilpferden los?
Die Hippos werden zumindest gesprengt. Also nicht wirklich, sondern... So, wer wollte jetzt hier nochmal Entertainment haben? Aber die haben gar nicht so ein großes Problem mit Bereicherung. Die haben eher nichts zu essen. Irgendwann mehr. Pongo, auch ein neues Wasserschwein. Gar nicht so viel Platz hier, um was reinzumachen. Ich könnte hier auch gut, Wasserschweine und Wassersprenger würde vielleicht passen. So ein Ding da reinmachen. So, schon quietschen sie glücklich. Oh, was liegt denn da für ein Schmutzhaufen? Ein totes Tier. Josie ist verstorben. Ui. Wir haben ja noch einige kleine hier. Marvey, Dylan. Wir sollten hier auch mal die Geburtenrate ein bisschen senken. Tot. Ja, ich hab's jetzt auch schon gemerkt, Freunde. Die haben wieder mal Hunger. Josie ist tot. Das ist ja auch sehr hilfreich. Das könnte dieses Problem, dieses hier sein. Oder du musst einfach nur warten. Oder. Wo ist die zuständig? Sie ist aber auch sehr weit weg. Ist eigentlich Quatsch, dass sie sich um die noch kümmert, wenn sie die vier Gehege hat. Das sind weiter lauffähig. Also lieber so rum. Würde ich mal sagen. So, da müsste vielleicht noch ein paar Pfleger weiter einstellen. Hier ist es ja auch hier unhygienisch. Also ich hier noch mal ein paar Gehege übernehmen. Zumindest rechts des Zoos sauber ist, weil unsere Hausmeister fleißig sind. Ach, lass mich deine Forschungsstation ruhen. So, haben wir hier nochmal was gemacht? Nee, ne? Also Mission haben wir genug. Hm. Was will denn jetzt schon wieder? Big Boy! Big Boy! Ein Big Boy ist geboren worden. Hey, Big Boy! Begrüßt ein neues Schwein in unserer Runde. Eine Schweinerei hier. Was haben wir hier noch? Und hier ist ein neues Gänslein geboren worden. Pooch. Süß. Okay. Sehr interessant. Mit der Namenswahl hier sind die ja durchaus kreativ. Oh, ein plattes Schwein. So. Unsere Verbrennungslage hört, glaube ich, auch nicht mehr auf. Yes, ist Maria. Das war mal ein gezüchtetes Schweinchen. Ich will jetzt aber nichts klonen. Können wir denn jetzt Schweine züchten? Wir haben ja jetzt ein paar. Ne, immer noch nicht. Aber wir können Schildkröten züchten. Wow. Wo sind denn hier Speedy und Ferrari? Hier. Was kriegen die eigentlich zu fressen? Stroh. Ja. Ja, so mittelmäßig glücklich, sagen wir mal so. Optimistisch gesagt. Dann geben wir dem mal was. Nick, nick, nick. Ordentliches zu fressen. Und machen wir hier mal 20% weg. Dann geben die mal frischen Salat. Das mögen die Schildkröten, glaube ich, eh immer. Was ist das? $1. 0,1 Dollar. 0,86. Das ist billiger. Kriegen die noch Äpfel? Gucken, sind noch Pflanzenfresser. Hm. So, dann machen wir hier nochmal 5% weg und geben hier noch zusätzlich Wege der Ausgewogenheit. Gras.
Da haben die aber weniger von. Die finden den Salat lieber. Besser. Und die Äpfel. Natürlich die teuren Sachen, ist ja klar. Wollen die noch hier ein bisschen. Wie viel Gras brauchen die denn, um zufrieden zu sein? Nö, das Gras bringt eigentlich gar nichts. Ich glaube, das ist noch billiger als die Äpfel. So. Hallo? Das für Geräusche. Dann sind die zufrieden. So, dann machen wir das so. Möp. So. Und dann suchen wir nochmal weiter Angestellte. Weil wir brauchen noch neue Mitarbeiter. Wir müssen noch 2-3 einstellen. So, scheiß drauf. Immer genug gewinnen. Dann mit 200.000 immer so ungefähr. Sind hier wieder tot. Bullwinkel! Oh, unser Dachs. Hat ins Gras gebissen. Und das, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, da kommt auch schon unser Tierbestatter. Und hat ihn jetzt mitgenommen. So, dafür läuft die Heizung jetzt wieder. Jazz. Okay, der ist noch da. Ist hier, gut, die dürfen sich vermehren. Sind nicht eingeschränkt. Der Durst, die haben alle zu scharfe Pizza gegessen. So. Halt, was hat die hier? Ein Problem. Das mit dem Pause ist auch scheiße gemacht. Ah, die muss aufs Klo. Die Bedienung ist mit der Pause-Schaltung ein bisschen doof gemacht. Wenn man Enter und Rechtsklick oder so aus Versehen macht, dann hat man immer dieses Pause. Das bringt mir aber nichts. Ich kann hier dann nichts machen. Ich kann hier die Musik laut machen. So, es reicht. Wenn ich wirklich Pause machen will, muss ich hier dreimal klicken. Dann wird es immer schneller und dann haben wir erst die normale Pause. Das wäre mir lieber, wenn ich das auf der Leertaste hätte. Kann ich aber nicht ändern. Das ist ein bisschen doof. In meiner Kritik mal reinschreiben, wenn ich die auf Steam mache. Das ist ein bisschen unkomfortabel. Was ist die Musik so laut? Geht nur aus oder laut. Mehr geht hier nicht. Uah. Gut, ist es so. Hier ist auch ein Grabstein. Iris ist verstorben. Oh mein Gott. Jetzt haben wir wieder ein Kaninchen weniger. Das Gefühl, die Musik ist jetzt noch lauter geworden. Jesus Maria. Und mit diesen Worten an Dante, wo ist er denn, der kleine Schlingel? Nee, das ist Bodhi. Den kenne ich auch nicht. Was hüpft denn hier wieder rum? Sassy. Da bin ich irgendwie... Sassy? Hieß nicht mal so eine Katze von... wie hieß er da noch? Hier sind jetzt zwei Wärter drin. Okay. Die Sessels, das war. Nee, Sassy. Von Sheldon Cooper. Als er diesen Katzenwahn hatte. Naja, gut, das ist jetzt auch nicht wichtig, das ist was ganz anderes. So, und dann vielen Dank fürs Zuschauen, wie hier unserem kleinen Zoo. Wir sind ja wieder weitergekommen, wir haben neue Tiere bekommen. Wir haben jetzt hier. Upsi. Verdammter. Oh, rote Pandas, die hüpfen hier auch auf diesen Gestellen rum. Soll ich nochmal so ein Ding reinbauen? Das scheint die zu mögen hier. Man weiß ja auch nicht, was man machen soll bei den Tieren. Das muss man alles selber rausfinden. Die Affen mögen diese Gestelle auch. Wäre schön, wenn man eigentlich hier so einen großen Baum noch reinmachen könnte, wo die drauf rumklettern können. Das mögen ja die roten Pandas sowieso lieber. Irgendwo auf dem Ast zu faul rumliegen. Und so. Ah ja. Sehr schön. Ja, bin ich ja dabei. Unsere Schildkröten kriegen jetzt auch was zu fressen. Keine Hektik. So. Und die Bilder auf uns mit... Beanie. Ach, eine neue Kuh. Mini-Kuh, Beanie. Hey, du hast die Mütze erfunden. Ja, mit den Bildern, mit dem Blick auf unsere Mini-Kuh, Beanie, verabschieden wir uns von dieser Folge. Hier kann man endlos weitermachen im Grunde, aber dann wird man wahnsinnig. Dann bis zum nächsten Mal. Bing, 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 bing. Bye, 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 bye. Danke fürs Zuschauen und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert, wenn ihr weiter gucken wollt. Und ansonsten geht ins Bett, es ist spät. So, aus die Maus.